Bezug auf die Frage, ob der verschiedene, Mensch, der abgeschieden ist, meine ich, ob der von den Handlungen anderer Menschen irgendwie auf irgendeine Art und Weise nach seinem Ableben noch profitieren kann. So. In diesem Kontext wird das auch häufig angeführt. Also man kennt die typischen, diese typischen Fragen, das Lesen vom Koran für den Verstorbenen, wie es in einigen Kulturen auch gepflegt wird, dass man, also in manchen Kulturen wird das zu bestimmten Tagen gemacht, 40 Tage nach, also erstmal an dem Tag, wo er verstirbt natürlich, und dann eine Woche später, einen Monat später, oder zeitunabhängig, ob man das beispielsweise machen darf. Und in diesem Kontext wird dann der Hadith angeführt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier ausschließlich drei Handlungen erwähnt. Oder nicht? Drei Handlungen, ich meine drei Dinge, sagen wir es so. Und er sagt ja, zwei von ihnen kehren zurück, seine Angehörigen und sein Hab und Gut, und eins davon begleitet ihn, und das sind seine eigenen Handlungen. Und da gibt es noch einen ähnlichen Hadith, der auch in diesem Kontext angeführt wird, und zwar in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Wenn der Sohn Adams oder der Mensch verstirbt, enden auch seine Handlungen außer drei. Al-Waladu al-Salih yad'u lahu. Die, also ein rechtschaffenes Kind, das auch nach seinem Ableben ihn nicht in seinen Bittgebeten vergisst. Dann zweitens die As-Sadaqatul Jariyah, also das heißt die fortlaufende Sadaqa. Und drittens Ilmun Nafi', nützliches Wissen, das er hinterlässt. Entweder in Form eines Schülers oder Schüler oder in Form von Literatur, die er hinterlässt oder was auch immer. Aber die Frage ist, diese Form der Argumentation, dass man sämtliche andere Formen des frommen Handels oder des nützlichen Handelns ausschließt, ist das richtig? Ja, nehmen wir zum Beispiel das Dua. Wurde das Dua hier erwähnt in dem Hadith? Profitiert der Verstorbene von dem Dua der Hinterbliebenen? Mit, das ist eine Sache, über die es einen Konsens der Ahlul Ilm gibt. Nicht nur den Konsens in der Ahlul Ilm, Allah Ta'ala erwähnt im Kontext der Sahaba, die früheren und die Sahaba, die verstorben sind und die nach ihnen kommen. Da heißt es, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Und die nach ihnen kommen, sie sagen, oh unser Herr, vergib uns und unseren Ikhwan, die uns, also Brüdern im Glauben, die uns vorausgegangen sind, also die bereits ihre Frist abgelebt haben. Und lasse unsere Herzen nicht voller Gram sein gegenüber denen, die Iman haben. Das heißt, diese Handlung wird hier, also die Handlung dieser Menschen, die Allah Ta'ala hier anführt, wird im Kontext des Lobes angeführt. Das heißt, nehmt euch ein Beispiel daran. Tamam? Das ist also mit Konsens der Muslime legitim, aber es wurde nicht in dem Hadith erwähnt, dass der Verstorbene davon profitiert. Die Sache ist einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht hier nicht von den Handlungen anderer, sondern von den Handlungen des Toten selbst. Und der hatte natürlich nichts mehr zu tun, wenn er verstorben ist. Diese drei Handlungen wurden aber deswegen genannt, weil er der Verursacher davon ist. Er führt ja jetzt keine Handlung mehr durch, aber er ist die Ursache für etwas Beständiges, wie zum Beispiel die Sadaqa al-Jariya, sagen wir mal, einen Brunnen, eine Schule, die er baut.
Mesh, veranlasst den Bau einer Schule oder einer Brücke oder was auch immer, eines Brunnens. Er ist der Verursacher, Al-Mutasabbib. Auch das mit dem Kind ist dasselbe. Durch seine Erziehung und so weiter, durch die Förderung des Kindes, ist er die Ursache dafür, die Ursache für dieses Verhalten vom Kind. Oder das kann man auch einfach in die Kategorie Dua schieben und dann ist das so geklärt. Und mit dem nützlichen Wissen ist es dasselbe. Tamam? Und daher heißt es auch im Koran, yani, ähnlich wie in diesem Hadith, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Und für den Menschen steht nur das zu, was er getan hat. Darauf hat er Anrecht. Darauf hat er Anrecht und das kann ihm keiner absprechen. Hier ist aber auch nicht die Rede von den Handlungen anderer. Das ist wie beim Hab und Gut. Mein Hab und Gut, das Anrecht darauf habe ich. Aber ich kann es jemandem überlassen, wenn ich möchte. Ja. Genau. Deswegen im Madhab der Hanabila. Die Hanabila sind übrigens die großzügigsten, was dieses Thema angeht. Im Madhab ist das legitim mit jeglicher Form von Ta'a. Jegliche Form von tüchtigem Handeln darf sozusagen für jemanden gemacht werden. Sei es das Lesen vom Koran, die Sadaqa, was haben wir noch? Hajj. Al-Hajj, na'am, und so weiter. Tayyib.